Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Wir sind hier in Folge 150 in der Diebesgilde und haben ein paar Sachen abgelegt zu Hause in Briesenheim. Ja, und hier wartet auch schon ein neuer Auftrag für uns in der Diebesgilde, den wir allerdings nicht bei unserem Kollegen Delvin kriegen, sondern bei Tonilia. Zumindest war das vorhin so, als wir bei ihr vorbeigelaufen sind. Da hatte sie auch einen ganz speziellen Auftrag für uns. Sie wollte uns gar nichts verkaufen. Gucken, ob das jetzt immer noch so ist. Bevor wir uns mit dem Geschäftlichen befassen, habe ich einen Auftrag für euch. Klar, worum geht's? Wie ihr wisst, wächst die Gilde und es sieht hier unten ziemlich gut aus. Das Einzige, was uns fehlt, ist eine zuverlässige Möglichkeit, unsere Waren durch Himmelsrand zu transportieren. Und wie kann ich helfen? Vielleicht habt ihr es nicht bemerkt, aber im Reich sind mehrere Khajiit-Karawanen unterwegs. Das sind gerissene Geschäftsleute, die sich auch mal die Hände schmutzig machen. Mit ihrem Anführer Rissat habe ich schon öfter gefeilscht. Wollt ihr, dass ich mit Risat rede? Ich möchte, dass ihr ihm etwas bringt. Es ist bekannt, dass mit den Karawanen illegale Substanzen transportiert werden. Wenn ihr Rissat diese Tasche mit Mondzucker gebt, verwette ich meinen letzten Septim darauf, dass er einen Handel eingehen wird. Super, machen wir, ne? Einfach. Ja, wollen wir noch fragen, wo die Karawanen sind? Ja, wo ist die denn? Die sind ja immer nicht so leicht zu finden. Okay, erzählt mir mehr über diese Karawanen. Rissat ist der Kopf eines kleinen Syndikats unabhängiger Kaufmannsfamilien. Jede Karawane zahlt einen Beitrag. Allerdings erhalten auch alle einen kleinen Teil des Gewinns. Und der Anführer legt die Routen fest. Wenn wir den Kontakt zu ihnen herstellen, können sie unsere Waren unauffällig transportieren. Alles klar. Und was ist Mondzucker? Eine illegale Substanz, die bei dem Khajiit hoch im Kurs steht und sehr schwierig zu bekommen ist. Wird Mondzucker richtig raffiniert, kann man mit ihm Skooma herstellen. Eine weitere Substanz, die euch nach einem Schluck umhaut. Alles Skooma klar. haben wir sogar dabei, glaube ich. Oder irgendwo haben wir das mal Rissat ist gefunden. bei seiner Karawanengruppe. Macht nur keine Dummheiten, wenn ihr dort seid. Wir hatten das mal dabei, ja. Und wir Das hatten war so ein sogar. Ausdauertrank, glaube ich. Und aus Mondzucker wurde doch auch. Was war das noch? Diese Droge, die wir da schmuggeln mussten. Die wurde doch auch aus Mondzucker hergestellt, oder? Ja, stimmt. Ich frage mich jetzt, wie wir zu den Karawanen gelangen. Tja, entweder werden die auf der Karte angezeigt oder wer sucht, der findet auch. Dann schauen wir mal auf die Karte. Also, ich schaue einmal in das Questmenü. Ist das auch markiert? Bringe Rissat Mondzucker. Das möchten wir gerne haben. Kannst du das auch auf der Karte anzeigen lassen? Windhelm wird angezeigt. Dann sind die vielleicht in Windhelm gerade. Dann gehe ich mal von den Stellen aus nach Windhelm hinein. Ja. Lebt unser Pferd noch? Nein. Ah nee, stimmt, ne? Das letzte Pferd ist auch wieder. Dann könnten wir uns ein neues Pferd holen. Oh, wir haben so einen hohen Pferdeverschleiß. Ja. Meinst du, die geben uns noch eins? Ich weiß nicht. Die Karawane haben wir ja bis jetzt nur gesehen. Oh, da ist ein Khajiit. Hallo. Die Wege von Himmelsrand führen zu vielen Gefahren. Okay. Das hat sie uns schon mal gesagt. Typ, wir stehen hier. Oh, ein Drache. Möchtet ihr etwas käuflich erwerben? Oh Ja. 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 Die Straße ermüdet diesen Khajiit. Okay. Dann jogg mal weiter. Hörst du das? Da ist dein nächster Drache, Timo. Soll ich jetzt glücklich sein oder eher nicht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall musst du ihn wahrscheinlich platt machen. Es sei denn, du kriegst das wieder hin, dass der wegfliegt. Na komm her. Der sitzt. Ah. Come on, Timo, du schaffst es. Oh, haut er ab? Ich glaube ja. So, wie macht man das? Wie macht man das? Tja. So, ach da! Ist das Zelt, oder?
Das sieht nach dem Zelt aus, ja. Komm, Kollege, du bist da. Hallo, jemand zu Hause? Hm. Kaschik-Karawane? Bitte, bitte, bitte. Vielleicht auch doch nur irgendein Zelt. Aber ja. Auf der Karte wird etwas angezeigt als Ziel. Wenn du nach links gehst, da ist so ein Ziel markiert. Oh ja. Danke. Die Frage, ob das hier in der Nähe ist. Nee, ist irgendwo ganz weit links unten. Ist das denn auch der richtige Quest? Ja. Oh ja. Die sind gerade vor Weißlauf. Ja, perfekt. Weißt du noch, dass wir von ihm schon mal einen Ring des Taschendiebstahls oder so geklaut haben? Das kann sein, ja. Relativ am Anfang haben wir den Khajiit-Anführer beklaut. So, wo sitzen sie denn? Hier rechts, ne? Oder? Ah ne, Quatsch. Ach, wenn das auf der Karte angezeigt wird. Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Ich guck nochmal. Schnellreise, da kann ja alles passiert sein. Oh. Holy. Ich weiß nicht, dann... Was passiert, wenn ich zu dieser Stadt reise? Sind sie denn wieder woanders? Ich hätte sie gerne genau neben einem Schnellreisepunkt. Oh oh. Sie reisen immer vor uns weg. So, und jetzt? Wo seid ihr? Ach, tatsächlich. Sind fast da. Die sind also gerade auf dem Weg nach Markarth gewesen? Ja. Super, dann müssen wir ihnen jetzt entgegenlaufen. Perfekt. Hoffentlich teleportieren sie sich nicht irgendwo hin wieder. Aus Versehen von Sanguine wegteleportiert worden. Wartet, ich kenne euch doch. Wir haben auch in der Folgenpause ein ganz klein bisschen gebraut. Neue Tränke für uns. Und wir haben richtig schöne Heiltränke bekommen. Wir haben nämlich noch so Armschienen der Alchemie angelegt und eine Halskette der Alchemie. Und was haben wir noch gehabt? Ein Diadem der Alchemie. Für den Kopf. Ah ja, stimmt. So, Kollegen, wo seid ihr denn? Da. Da irgendwo. Da sitzen sie doch. Moin, Kollege. Na, was geht da? Ihr redet mit uns, als ob ihr uns kennt, Fremder. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Ich habe ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ja, ich habe gehört, dass die Gilde wieder mächtiger wird. Ein Bündnis wäre für beide Parteien von großem Vorteil. Aber. Ich denke über das Angebot nach, muss es aber erst mit den anderen Karawanen besprechen. Würde euch das hier das Geschäft versüßen? Ah, Mondzucker. Ich roch es an euch. Ich bin über das Angebot erfreut und nehme es an. Teilt den Anführern eurer Gilde mit, dass wir uns auf eine erfolgreiche und profitable Zukunft freuen. Wenn ihr unterwegs einmal auf eine unserer Karawanen stoßt, bezahlen wir euch gerne eine nette Summe für eure gestohlenen Waren. Das ging ja vorher auch schon. Perfekt. So, jetzt müssen wir noch zu Tornilia zurückkehren. Aber das ist ja eine der leichtesten Aufgaben. Stimmt, wir konnten vorher auch schon gestohlene Sachen verkaufen, oder? Du kannst nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Einen schönen Gruß von ist wieder ein Drache unterwegs. Gesagt ihr, dass ich sie bald kontaktieren werde. Also auf der Karte sehe ich keinen. Ich auch nicht. Ich probiere es nochmal. Es sind Feinde in der Nähe. Na gut, dann laufe ich mal ein bisschen durch die Gegend und guck mal, wo die sind. Vielleicht die Stadtwache, die uns nicht mehr wohlgesonnen ist oder so. Weiß ich nicht. Hält auch nicht. Kannst ja nach Markarth reingehen, da drin sollten ja keine Feinde sein. Wartet! Ich kenne euch. Oder unsere Schulden hier bezahlen kurz, das würde ja auch gehen. Hm? Markarth ist doch jetzt steht doch unter unserem Einfluss, oder? Ja. Wartet!
Ich kenne euch doch. Ach so, oh je. Da hinten ist ein Feind. Nicht im Ernst. Eine Krabbe. Ach komm schon. Da sind ein paar mehr. Ja, du kannst einfach nach Markart reingehen, glaube ich. Dann ja, ne? Sind keine Feinde mehr in der Nähe und dann können wir uns wieder weg schnell reisen. Komisches Zeug hier. Na gut. Machen wir das. Wir reisen mit der Kutsche. Zu teuer. Zu teuer, ja. Irkentand, da waren wir auch schon. Da waren wir schon, deswegen sind da auch keine Augen mehr drin. So, once again. Ein Versuch, schnell zu reisen. Bitte, liebes Spiel, lass uns schnell reisen. Jawohl. Das sehr schön. Eine gute Idee von dir, in die Stadt hin zurückzukehren. Mal gucken, was Tonilia jetzt sagt. Vielleicht stehen wir jetzt noch besser im Kurs bei ihr. Das wäre gut, oder? Ja. Wir haben übrigens auch Lydia abgeholt, die war so nett und ist ja zurückgekehrt und hat in unserem Haus auf uns gewartet. Das war sehr freundlich von ihr. Und jetzt steht sie wieder auf dem Teppich. Ja, genau, jetzt steht sie wieder auf dem Teppich, die dürfen wir gleich sehen. Bis ihr langweilig ist und dann geht sie wieder nach Hause. Ne, Lydia? Tut mir leid, Börschchen. Ich habe Wichtigeres. Er hat schon wieder Wichtigeres zu tun. Der hockt doch hier noch den ganzen Tag herum und macht gar nichts. Aber das ist wichtiger, als mit uns zu reden. Tut mir leid, Börschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. So, Tonilia, dann lass mal hören. Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Ich bin einer der Beobachtungsposten der Gilde. Ich halte Delvin den Rücken frei. Alles klar, ich habe mit Rissat eine Abmachung. Gut. Ich werde einige meiner Leute kontaktieren, damit sie gleich ein paar Lieferungen vorbereiten. Gut gemacht. Hier habt ihr etwas für all eure Mühen. 1500. Oh. Naja, fast. Super, das war's. Also gut. Und... Das heißt, jetzt können wir wieder bei ihr verkaufen. Wenn ihr zusätzliche Arbeit sucht, sprecht mit Wex oder Delvin. Und gibt's nicht auch noch einen neuen Händler hier in der Gilde? Stimmt, den haben wir mal gesehen, ne? Da bin ich noch gar nicht hingelaufen. Und da hinten ist ein Schmied. Genau, wir haben hier an dieser Stelle, da waren wir schon. Den haben wir auch schon gesehen, das ist der Trankverkäufer. Und hier haben wir einen Schmied, wie Alex schon gesagt hat. Da schauen wir mal einfach mal vorbei und reden mal ein bisschen mit ihm. Was liegt denn hier so? Der Eisenkriegsachs, nicht schlecht. Hanskar Glutmeister, was geht ab? Sucht ihr den besten Schmied in Himmelsrand? Ihr habt ihn gefunden. Aha. Was? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Eher Schaden austeilen. Okay, Eisen, Eisen, Eisen. Oh, aber verzaubert, guck mal. Voll gut. Bindung. Wow, innerhalb von 7 Sekunden. Aber Streitkolben von Molagbal hat Schaden 30. Einige Bögen. Guck mal bei der Bekleidung. Aha. Sieht nach abgeschworener Kleidung aus. Vergoldete Elfenrüstung ist ja Wahnsinn. Bei sonstiges haben wir natürlich alle Zutaten, die man so braucht, ne? Ja. Unter anderem sogar Leder. Nicht schlecht. Ist halt auch richtig wert, ne? Ja, das stimmt. Leder ist nicht so oft irgendwie vorhanden. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, Ansgar. Das war wieder nett, mit dir zu reden. Ich schätze, wir werden dann bis zur nächsten Folge mal wieder ein paar Diebesaufträge erfüllen und dann einen Special-Auftrag in der Stadt annehmen. So
dass wir dann auch unseren Machtbereich der Diebesgilde weiter ausweiten können. Was denkst du, Alex? Das klingt nach einem perfekten Plan. Dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge hier wieder mit einem neuen Auftrag. Denn bis dann. Bis dann. Tschüss.